Guten Abend zur Lokalzeit. In Münster sieht es gerade so aus, als ob dort viel zu früh St. Martin gefeiert wird. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr bei uns. Und wir haben noch diese Themen. Die ersten Kunden sind da, neues Einkaufszentrum in Münster. Die Schnüffler sind los, die Zollhunde zeigen, was sie können. Und Lokalzeit unterwegs, heute zu Besuch in Gemen im Kreis Borken. Bei der größten Baustelle in Münster ist es heute wieder einen wichtigen Schritt vorangegangen. An der Stubengasse in der Innenstadt. Seit 22 Monaten wird gebaut. Und mit fast 17.000 Quadratmetern wird es eines der größten Einkaufszentren des Münsterlandes. Das Parkhaus ist schon fertig und seit heute kann man dort auch shoppen gehen. Die Bauarbeiter haben zwar noch eine Menge zu tun auf der Baustelle Stubengasse, aber das hielt die Münsteraner heute nicht davon ab, zur ersten Geschäftseröffnung zu kommen. Karstadt ist zwar insolvent, aber das neue 3000 Quadratmeter große Sportgeschäft wird trotzdem eröffnet. Ja, das ist eher ungewöhnlich. Das ist sicherlich richtig. Aber der Sportbereich ist so erfolgreich bei uns, dass die Insolvenzverwalter gesagt haben, es ist besser auch für die Gläubiger zu eröffnen, als dass wir nicht eröffnen. Und der Zuspruch heute bis jetzt scheint das auch zu belegen. Ein positives Zeichen auch für die 40 festen Mitarbeiter im neuen Sporthaus. Es geht offensichtlich weiter mit Karstadt in Münster. Und das trotz aller Diskussionen um mögliche Verkäufe von Karstadt-Filialen an den Kaufhof-Konzern. Bis zum Mittag kamen 1.200 zahlende Kunden in das neue Geschäft. Die Münsteraner kaufen weiter, immer auf der Suche nach dem nächsten Schnäppchen. Bis Mitte November sollen noch 8 weitere Geschäfte in das neue Einkaufszentrum ziehen, wenn dann mal alles fertig ist. Und wie finden die Münsteraner den neuen Einkaufstempel in ihrer Innenstadt? Also heute gefällt es mir im Sonnenschein ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. An trüben Tagen sieht es ziemlich bedrohlich aus, aber heute sieht es an für sich ganz erfrischend aus. Das nicht zu Münster, zur Altstadt nicht. Besonders die Fassade des neuen Einkaufspalastes löst ein geteiltes Echo bei den Münsteranern aus. Wie gefällt Ihnen die Fassade? Also ich habe noch nicht genau geschaut, aber nicht so besonders. Warum nicht? Es ist kalt und abweisend. Den Baustil halte ich gut. Es muss ja nicht alles viereckig und nur 3 Stock haben. Aber die Farbe könnte ein bisschen kräftiger sein. Für wenig Freude sorgt das neue Einkaufszentrum auf dem ehemaligen Parkplatz bei der benachbarten Raffaelsklinik. Er ist weg, der freie Blick aus dem Krankenhaus. Damals haben wir auf einen sehr grünen und sehr belebten Parkplatz geschaut. Heute schauen wir mehr oder weniger auf eine graue Wand. Auch die Verkehrssituation ist natürlich für uns jetzt schon eher negativ. Damals ist der Verkehr in eine Richtung geflossen, heute fließt er in 2 Richtungen. Mit Hochdruck wird noch im neuen Hotel des Stubengassenprojektes gearbeitet. Es soll Platz für 280 Gäste bieten und Anfang Oktober eröffnet werden. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes Stubengasse ist für Ende November geplant.